Wandern in Berlin und Brandenburg, Teil 17. Ja, das ist ja heute mal was ganz Merkwürdiges hier. Lauter Bäume, Kirschbäume, japanische Kirschen. Ja, was ist das hier? Das ist der Kirschgarten in der Nähe vom Bahnhof Wartenberg im Nordosten Berlins, im Stadtbezirk Lichtenberg, Ortsteil Hohenschönhausen. Ja, und von hier aus machen wir heute einmal eine Wanderung in die Wartenberger Feldmark und Richtung Malchow bzw. Karow. Wir sind heute eine sehr große Wandergruppe. Ich weiß gar nicht, wie viel wir heute sind. 10, 12 Mann bestimmt, ja. Und jetzt geht es hier aufs offene Feld. Und Hund ist auch wieder mit. Zwei Hunde gleich. Na, hier hat sich auch viel verändert. Ich selber habe übrigens bis 2016 hier mal in dieser Gegend gewohnt. Und nun sehe ich das jetzt alles nach langer Zeit mal wieder und bin erstaunt, wie schön sie das hier alles gemacht haben. Die sogenannte Auenallee, hier dieser Wanderweg oder Radfahrweg, der ist jetzt auch befestigt. Kann man besser laufen und auch mit Fahrrad fahren. Ja, und dann hier eben diese Feldlandschaft. So, jetzt habe ich's. Also unsere Wandergruppe sind heute 13 Leute und zwei Hunde. Na, das nenne ich ja mal viel. Ja. Ja, jetzt geht das hier immer weiter in nördliche Richtung. Es hat sich hier viel getan. Hier ist ein Beobachtungstürmchen. Doch, der ist schon ein bisschen länger, glaube ich. So, jetzt hier mal so einen Blick zurück. Das geht hier also schnurstracks geradeaus gen Norden. Ja, und hier ist der sogenannte Florentineweg. Hier kommt man dann nach Margaretenhöhe. Das ist so ein kleiner Ortsteil hier, hauptsächlich alles mit Gärten. Ja, so ein bisschen in Abgeschiedenheit und Ruhe dort. Jetzt geht es hier weiter erstmal so, na, so Richtung Lindenberg, würde ich mal sagen. So, unsere Wandergruppe mal ganz kurz hier im Bild. Sich jetzt ein bisschen unschlüssig, wo wir weiterlaufen, aber unsere Chefin sagt, geradeaus weiter geht es jetzt erstmal. Ach ja, da kommt ja da dieser Bunker da. Ja. Ja. Wie sieht es denn nicht so einladend aus? Das ist hier so ein typischer Grillplatz hier. Ich weiß, dass sich das hier Landmarke nennt hier. Wir haben früher auch mal richtig große Grillfeste stattgefunden. Ich selber kann mich noch an ein Grillfest hier erinnern vor ungefähr 20 Jahren. Das war vom Förderverein Landschaftspark Nordost. Die hatte damals sogar Gesine Lötsch mit teilgenommen und die ist ja jetzt sehr bekannt, jetzt im Bundestag durch die Linken. Ja. So war das hier mal. Leider sieht es jetzt hier recht müllig aus. Also, muss ja wohl nicht sein. Hier kann man lesen, eben wann man grillen darf, wann nicht. Aber dann sollte man das auch sauber halten. Tja, und da liegt sie nun hinter uns. Die Großsiedlung Neu-Hohenschönhausen. Mit diesen typischen Plattenbauten. Schon so ungefähr 2 Kilometer gewandert. Ja, und dort hinten, wird man jetzt durch die Kamera nicht sehen, ist ein Reh. Hat sich da bequem gemacht in dem Rapsfeld.